Der Tag, den wir gefürchtet haben, ist angebrochen. Die Dunkelheit ist hier. Wir brauchen Leute auf Io zur Aufklärung. Dort ist eine Pyramide. Sie hat Rasputin bereits deaktiviert. Ich würde mich auf Eris Erfahrung stützen, aber wir konnten sie nicht erreichen. Wir wissen beide, was das bedeutet. Mit Eris könnten wir verstehen, womit wir es zu tun haben. Ich brauche sie im Turm. Sie ist ein zu wertvoller Vorteil, um... Finde sie, Hüter. Bring sie nach Hause. Eris Morn. Ein Hüter ohne Geist. Wie sich das wohl anfühlt. Leer. Unnatürlich. Wenn ich dieses Schiff ansehe. Eris, kannst du uns hören? Eris. Nichts. Zavala, bitte kommen. Irgendein Zeichen? Meine Signale werden unterdrückt. Ich kann nicht mal einen Sparrow herrufen. Was siehst du? Die Pyramide. Sie ist erdrückend. Wie ein aufziehender Sturm. Dann beeilt euch. Kommt ihm zuvor. Alles klar. Nein, nicht. Ihr bringt Waffen. Ihr werdet sie nicht brauchen. Wir sprechen nur die Wahrheit. Wir werden... Etwas hat uns aus dem Strahl gerissen. Was geht hier vor? Was ist das für ein Ort? Wir sind wieder auf Io. Nahe beim Sattel. Ich empfange jetzt schwache Signale von Eris. Bleiben wir in Bewegung. Die Luft hier ist voll mit seltsamen Übertragungen. Ich weiß nicht, ob ich... Bist du das, Hüter? Du wirst im Turm gebraucht. Zavala hat uns geschickt. Natürlich hat er das. Ich gehe zum Sattel. Es ruft mich. Es? Was ist es? Die Schar ist völlig außer sich. An den Weg. Zavala, hast du das verstanden? Diese Interferenz. Ich kann die Herkunft nicht triangulieren. Bleib in Bewegung. Vielleicht ist das Signal weiter vorne besser. Deine Hilfe käme nicht ungelegen. Hier sind Mächte im Spiel, die ich nicht ganz verstehe. Die Schar. Wir müssen los.
An alle Kanäle. Ist da jemand? Aeris, sprich mit uns. Sag irgendetwas. Bitte. Was ist das? Was hat uns wieder hineingezogen? Es hält uns von Aeris fern. Sieh nur. All das sind Augen.
sind zu viele. Genug! Du bist verletzt. Es ist nichts. Aber das hier, das ist etwas. Ein Baum der Silberflügel. Er wuchs an dem Ort, den der Reisende zuletzt berührte, bevor er die Welt verließ. Der Ort zog die Dunkelheit an, wie die Dunkelheit die Schar anzieht. Diese, meine Augen, sie haben so viel gesehen. Was war das? Etwas, das uns hier nicht haben will. Die Dunkelheit. Nein, aber es gehört zur Dunkelheit. Dieses Mal kommt es auf dich an. Irgendjemand ist. Wiederholen. Bitte melden. Wir hören dich, Zavala. Habt ihr sie gefunden? Die Saat durchbricht die Interferenzen. Aeris. Zavala. Meldet euch bei mir im Turm zurück, beide. Unsere Übertragungen könnten beeinträchtigt sein. Lassen wir ihn nicht warten, Hüter. Was hast du gefunden? Sie fand mich. Die Dunkelheit ruft uns, aber etwas schreitet ein. Ihre Nachrichten an uns werden entstellt. Entstellt? Von der Hexenschwester des besessenen Königs Oryx. Savatu. Deine Besessenheit verleiht ihr Macht. Nein. Sie nährt sich an Ablehnung, Ignoranz. Der Hüter hat ein Mittel entdeckt, sie zu täuschen. Die Saat der Silberflügel. Aeris. Wenn die Dunkelheit uns ruft, müssen wir antworten. Das kann ich nicht dulden. Dafür ist es zu spät. Sie ist hier. Ich kehre zurück zu Io. Wenn wir nicht herausfinden, was die Dunkelheit sucht, finden wir uns am Rand eines zweiten Untergangs wieder. Vielleicht ist es, was Sabaton will. Bitte geh nicht. Lass mich gehen, Zavala. Wo waren wir? Laut der Spektralanalyse ist die Pyramide ihr Antrieb. Die Energie, die sie auf Io manipulieren. Ich sehe kein Schiff. Ich sehe ein Dasein. Parakausal in seiner Natur. Wie der Reisende. Alle Berichte des goldenen Zeitalters bestätigen, am ersten Tag war der Himmel dunkel. Am zweiten fiel der Reisende. Hilf Aeris, wo du nur kannst. Aber sei kampfbereit, wenn die feindliche Flotte eintrifft. Wir brauchen dich, Hüter.